Gaspreisumlage soll wegfallen. Entlastungen für Millionen Rentner und Unternehmen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Rein in die Töpfe, raus aus den Töpfen. So könnte man den Vorgang, fast schon ein Skandal um die Gaspreisumlage, den wir aktuell erleben, bezeichnen. Die Gaspreisumlage wird aufgrund Ermächtigungsverordnung aus dem Energiesicherungsgesetz zum 01.10.2022 kommen. 2,4 Cent zuzüglich Mehrwertsteuer sollen wir alle auf Gaspreise zusätzlich bezahlen. Die Umlage bedeutet für uns alle, Verbraucher, Bürger, Rentnerinnen und Rentner, Arbeitnehmer, Beamte, Sozialgeldempfänger, Studenten, Mehrkosten in der Gasrechnung. Betroffen sind natürlich auch Unternehmen. Mehrkosten in den Gasrechnungen zusätzlich zu den schon gestiegenen Gaspreisen. Die Gasumlage soll nach dem Energiesicherungsgesetz in Not geratenen Gasimporteuren helfen. Das ist der Zweck dieser Umlage. Robert Habeck, unser Bundesminister für Wirtschaft, stellt nunmehr fest, die Gasumlage könnte verfassungswidrig sein. Uniper ist verstaatlicht, braucht die Gasumlage nicht mehr. Finanzminister Lindner sagt hingegen, es bestehen keine verfassungsrechtlichen Bedenken wegen der Gasumlage, aber die Gasumlage macht aus seiner Sicht überhaupt gar keinen Sinn mehr, weil ja der Zweck, den die Gasumlage erfüllen soll, weggefallen ist. Uniper ist verstaatlicht. Also beide Minister kommen auf unterschiedlichen Wegen zum gleichen Ergebnis. Wenn ein Gesetz seinen eigenen durch den Gesetzgeber vorgestellten Sinn und Zweck nicht mehr erreichen kann, ist dieses Gesetz zwecklos. Es muss aufgehoben werden. Wenn ein solches Gesetz weiter fortgeführt würde, wäre es verfassungswidrig. Das gleiche gilt auch für Verordnungen, die aufgrund eines Gesetzes hier durch die Bundesregierung erlassen worden sind. Nach alledem, was seit Anfang September 2022 bekannt ist, läuft die gesamte Meinungsfindung der Bundesregierung auf eine Abschaffung der Gasumlage hinaus. Jetzt hat es ja der Bundesfinanzminister Lindner quasi auch schon so bestätigt, dass die Gasumlage praktisch sinnlos ist. Das Traurige an dem Ganzen ist nur, dass die Gasumlage zum 01.10.2022 kommen wird. Denn die entsprechende Verordnung durch die Bundesregierung, die ist ja da. Ich kann ja nicht sagen, nur weil wir der Meinung sind, dass die Gasumlage verfassungswidrig ist, hebt man das ganze Ding mal auf. Das geht so nicht. Die Verordnung müsste wieder aufgehoben werden. Letztendlich bedeutet ein möglicher Wegfall der Gasumlage eine Verringerung der monatlichen Gaspreise und damit auch eine Entlastung von Millionen Rentnerinnen und Rentnern und vor allen Dingen auch von Unternehmen, Arbeitnehmern und so weiter. Also die Gasumlage, wenn Sie die auf Ihrer Rechnung haben, dann sehen Sie ja einen höheren Bruttopreis pro Arbeitsstunde, der Kilowattstunde Gaspreis und da gibt es dann eine Verringerung und das wird sich dann natürlich auch in Ihrem Portemonnaie bemerkbar machen, wenn die Gasumlage wegfällt. Ich fordere, weg mit der Gasumlage. Die Bundesregierung riskiert sonst eine Klagewelle ungeahnten Ausmaßes. Für Finanzrichter, die in den Fällen hier zuständig wären, sind ja die Äußerungen der beiden Minister ein gefundenes Fressen für eine Rechtswidrigkeit der Gasumlage. Näheres zum Thema Energiepreispauschale und Gasumlage finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.